Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlaws of the Old West. Ich habe gerade eine kurze Pause gemacht und immer wenn ich dann wieder reinkomme, sind die scheiß Fackeln wieder an. Ich muss die wahrscheinlich mal abhauen, weil die gehen echt auf den Keks. Die sind so dermaßen laut, das hält kein Schwein aus. So, wie versprochen, ich habe den Sattel immer nur im Inventar. Der Bug ist anscheinend nach wie vor da. Und das Pferd hatten aber auch noch auf. Okay. Das Pferd läuft auch schon wieder durchs andere durch. So. Wir werden mit Ephona reiten. Und zwar, wie versprochen, reiten wir jetzt Eis holen. Hier oben wäre, glaube ich, Schneegebiet. Überall in den Bergen müsste so ein bisschen Schneegebiet sein, oder? Ich bin mir jetzt gerade sicher. Oder müssen wir tatsächlich hier lang? Ich mache mal noch schnell ein paar Pfeile. Ich hoffe, das wird uns reichen. Inventory, Essen, Trinken haben wir dabei. Hunger hätten wir sogar. Das Pferd hat jetzt... ich steck im Pferd. Alles klar. So, dann würde ich sagen, wir reiten mal los. Richtung Schnee. Wo sind wir denn? Map-technisch sind wir ziemlich nah am Rand. Ich glaube gar nicht, dass wir da hinkommen. Wir reiten jetzt einfach mal Richtung Norden. Klingt logisch, oder? So ist das. So. Wieha! Schauen wir mal, was wir so unterwegs alles erlegen werden. Wahrscheinlich ein paar Bäume. Weil wir brauchen ja nur Holz. Wieha! Da ist gleich ein fetter Baum. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt auch gleich mit. Aber wir brauchen sowieso Holz. Wir möchten ja unsere Bude weiterbauen. Deswegen fällen wir den gleich mal. Wenn er sich so anbietet, ja, dann nimmt man gleich mit. Hat sich uns halt einfach so in den Weg gestellt. Die Performance von dem Spiel wird eigentlich von Update zu Update besser, aber manche Sachen sind halt dann noch mehr verbuggt und noch mehr... Aber immer nach dem Laden ist sowieso immer erstmal noch ein bisschen. Ein klein wenig laggy. Wie gesagt, wie versprochen, wir reiten jetzt in den Norden, denn wir benötigen für unseren. Sag das mal, für unser Ding brauchen wir Eis. Also, ich habe es bisher noch nicht geschafft, mein Inventar komplett voll zu bekommen. Gott sei Dank. Ich weiß auch noch nicht, wann sie das mit dem Gewicht machen. Wir brauchen auf jeden Fall Plant Fibers auch wieder. Kommst du, Hottehü? Hui! So. Ah, chillige Musik zum Reiten. Ja, wie schaut der Plan aus in diesem Spiel? Ich weiß das nicht. Momentan bin ich relativ planlos. Ich möchte eigentlich einfach ein bisschen bauen und ein bisschen so die Gegend noch erkunden. Es ist ja noch genügend auf der Map, was wir noch nicht gesehen haben. Das möchte ich natürlich alles noch erkunden. Ihr werdet euch jetzt auch denken, oh mein Gott, sie will die ganze Map erkunden. Oh, um Gottes Willen. Tja, Pech gehabt. Ich bin in der Hinsicht sehr ehrgeizig. Also mal weiter in den Norden. Jetzt weiß ich nicht, ist das Plant Fiber? Jo. Dann nehmen wir das nämlich mit. Wir brauchen das nämlich. Oh, jetzt leckt es aber wieder ganz schön. Ist das Plant? Nein, ist kein Plantfiber. Jo, dann aufsitzen. Und weiter. Richtung Norden. Werden wir uns eh bald anziehen müssen. Weil ich denke mal, desto weiter wir in den Norden kommen, desto kälter wird es werden. Klingt zumindest logisch. Tut mir leid, der Baum bietet sich gerade so an. So. Wie, das war schon. Ja dann. Wo sind wir denn anhand der Map? Oh ja, noch nicht wirklich weit weg von daheim. Passt das jetzt? Jo. Ja, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich war ja noch nie so weit im Schneegebiet. Was wir jetzt nicht dabei haben, sind Handschuhe. Ich hoffe doch, dass es nicht ganz so kalt wird. Weil sonst haben wir verkackt. Ich habe nämlich...
Ich habe Jacke und Fellmütze und alles, aber halt keine Handschuhe. Hier ist der Sattel. Wieso hat das jetzt wieder den anderen Sattel? Wir sitzen doch auf Ifona, oder? Ja. Hä? Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich wieder einen anderen Sattel drin. Ich muss das Spiel nicht verstehen, oder? Also in mancher Hinsicht kapiere ich es echt nicht. So, ab in den Norden. Ich hoffe mal, dass es oben im Norden Eis gibt. Ich gehe mal davon aus. Achso, Map. Ja, da waren wir, glaube ich, schon mal ziemlich in der Nähe. Nur, dass wir halt damals nicht mit dem Pferd unterwegs waren. Müsste jetzt aber ein Wolf sein. Iha! Schneller! Ja! So geht's nicht. Herr Pferd, was packst du denn jetzt? Oh so holen wir den Wolf doch nie wieder ein. Yes! Einfach mal einen Wolf gekillt. Warum? Weil ich's kann. Pelz. Raw Meat. Naja, die Welt haben wir jetzt natürlich wie immer nicht bekommen. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ihr denkt euch bestimmt auch, oh mein Gott, es wird eine Ewigkeit dauern, bis die gute Frau im Norden ist. Nein? Wie kommt sie da drauf? Niemals! So. Ist schon? Okay. Ich weiß noch nicht, für was wir Salz brauchen, aber ich nehme jetzt mal noch ein bisschen was mit, wenn wir schon in der Nähe sind. Pickaxe und so haben wir Gott sei Dank erst neu gemacht. Ob die große Pickaxe schneller abbaut? Ich denke schon. So, Richtung Norden. Also hier entlang. Dann nehmen wir mal wieder den Bogen in die Hand. Oh, wir haben bloß nur drei Pfeile. Ja, sollten wir vielleicht nochmal wegcraften. Damit wir auch ja wieder richtig haben, also ausreichend. Weil wir wissen ja nicht, ob mal wieder irgendwelche Banditen über den Weg laufen. Wie sonst? Hunger hätten wir schon wieder. Dann könnten wir doch eigentlich mal schnell im Inventar etwas essen. Wo haben wir denn Fisch, rohes Fleisch? Ah, Durst haben wir noch nicht wirklich. Pferd hat auch noch nicht so wirklich Durst. Das ist ganz gut so. Die Steine, ob man die jetzt abbauen kann. Wo die Minen dann wohl sein werden. Das würde mich dann auch interessieren. Die werden ja dann auch irgendwo einen speziellen Platz haben. Wahrscheinlich, klar, natürlich irgendwo in die Berge, gehe ich mal davon aus. Damit die nicht ganz so einfach zu erreichen sind. Also kann ich mir vorstellen, das ist auch cool. So eine Kuhle an dem Berg. Was bist du? Kein Schaf. Ja, wir werden auf jeden Fall noch Schafe brauchen. Also ich möchte ja, wie gesagt, eine Farm machen. Ob das dann so wirklich. Ich habe keine Ahnung. Bleiben wir mal ein bisschen Galopp. Das Pferd ist ja Gott sei Dank schon relativ gut gelevelt und wird wahrscheinlich bald wieder gelevelt werden. Gehe ich mal davon aus. So. Sorry, aber hier ist gerade. Ihr werdet euch auch denken, die Frau ist unmöglich. Ah, da drüben ist ein Bandit. Das sind mehrere Banditen. Da ich jetzt mein Pferd erstmal nicht gefährden möchte. Ja, okay, komm, wir reiten weiter. Drei Stück ist schon ein bisschen heavy. So. Wir brauchen halt auch erst Waffen. Und solange wir die Waffen nicht haben, werden wir erstmal keine Banditenlager ausmerzen. Ich denke mal, dass wir sie eh schon abgehängt haben. Oh, da ist noch ein Hottehü. Ein sehr schönes Hottehü.
Du bist aber ein schönes. Was bist denn du für eins? Ach, aber der Quarter Horse. Wieder Quarter Horse. So, jetzt ist die Frage, wo kommen wir rauf? Irgendwo hier könnte man vielleicht rauf. Den Weg bin ich, glaube ich, runtergekommen, wenn mich alles täuscht. Und hier war auch irgendwo ein Bär in der Nähe. Und Banditen waren hier auch in der Nähe. Ja, hier war ich schon. Oh, die Temperatur steigt rapide. Da, fällt rapide. Wir haben ja nichts mehr an. Dann sollten wir vielleicht mal... Hallo, zieh doch mal die Wäsche an. So. Und dann die vielleicht noch. Wieder das Leder. Und dann könnte man tatsächlich nur die Wollmütze anziehen. Ich denke, jetzt sollte es einigermaßen passen. Hey, was haben wir denn hier? Das stimmt, wieder ein Waschbär oder so. Ja, ja, natürlich. Kein Waschbär, sondern ein Dachs. Wie, ich habe wieder keine... Doch, ich hab doch. Komisch. Nicht schon wieder. Hey, der trifft mich jetzt aber diesmal ein bisschen besser. Hat der von der Waffe, der Arsch? Alter, die treffen halt wesentlich besser als ich, weißt du? Weißt du, Kerle? Ich wollte eigentlich das Gold da mitnehmen oder was auch immer das ist. Tja. Dann haben wir ihn mal getötet. Und Geld. $39 ist heutzutage nicht mehr viel, aber damals war es noch einiges. Was haben wir da? Sulfur nehmen wir mal mit, weil wir brauchen es ja später wahrscheinlich für Waffen. Ich gehe mal fest davon aus. Oh nein, ich habe das Pferd gerade getroffen. Tut mir leid, Ephona, das wollte ich nicht. So, Richtung Norden wollten wir. Dann Abmarsch. Ab Richtung Norden. Wir lassen uns doch von so einem blöden Banditen nicht aufhalten. Weil wer sind wir denn, gell? Ich sehe schon den Norden. Ich bin jetzt bloß gerade echt am überlegen. Habe ich überhaupt schon eine Hose an oder ist das immer nur die Hose? Eigentlich schon, aber die hat sie nicht anzogen. Hä, doch. Jetzt hat sie es wieder an. Hä? Verstehe nicht. Stiefel hat sie auch nicht mehr an. Also irgendwie... Jetzt ja. Ich verstehe es nicht. Also manchmal sind schon so ein bisschen kleine Bugs dabei, wo jemand dann auch denkt, hä? Was zur Hölle? Was wollen sie eigentlich von mir? So. Ein Bär. Inventar. Mal schnell was mampfen. Skillpoints habe ich nur keine. Bin ich halt nicht gut genug. Mein Gott, was will ich machen, gell? Ist halt so. So, Temperatur fällt nach wie vor. Ach du heilige Scheiße. Ja, da bin ich ja gespannt. Ob wir das schaffen. Wenn nicht, dann ist unsere Reise eigentlich so gesehen umsonst gewesen. Ja, also jetzt fällt sie nämlich sehr viel weiter. Aber sie bleibt auch jetzt nicht wirklich... Sie ist auch nicht wirklich warm. Aber wie gesagt, ich brauche halt unbedingt Eis, gell? Für den blöden Gefrierschrank. Ich glaube, ich habe schon Eis entdeckt. Oder täuscht es nur? Was bist du? Ein Stinktier.
Tatsächlich, ein Stinktier. Ah, gibt auch nur Pelz. So, Schneebiom. Hallo und herzlich willkommen im Schneebiom. Schade, dass es ein Tag ist, aber ich mache jetzt mal schnell einen Screenshot. Schneebiom. Weil es so geil ausschaut. Oder machen wir hier nochmal ein. Oh, schee. Also mir gefällt ja die Ding. Kälter wird's mir jetzt an sich, glaube ich, nicht. Das Pferd hat kein Kältegrad. Oh, was bist denn du? Das ist ein Rentier, oder? So, ja, dann finde mal Eis. Wo finde ich Eis? Die Frage ist, wie sieht das Eis hier aus? Oder muss ich da einen See finden? Boah, gute Frage, nächste Frage. Das ist definitiv Kohle. Das wird wahrscheinlich kein Eis sein. Tja, wenn ihr das jetzt wüsst, gell? Eine ganze Horde Wölfe. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit wir hoch müssen für den Gletscher. Habe ich schon wieder keine... Oh nein, ein Bär. Da sind aber viele Viecher unterwegs. Ah, ist schon geil mit dem Gletscher. Ich weiß nur nicht, wo ich Eis herkriege. Ich möchte halt eigentlich nicht die ganze Zeit hier hoch müssen, nur für Eis. Ist das Eis? 4? Eis! Sieht doch gut aus. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Ob das schmilzt auf dem Weg nach Hause? Ich habe keine Ahnung. Durstig bin ich jetzt nicht so, hungrig bin ich auch nicht so. Wo ist noch Eis? Schauen wir mal weiter. Oh, es ist schon ein geiles Panorama. Oh, das ist geil. Oh Gott, das ist ein Banditenlager. Ich mache jetzt hier trotzdem einen Screenshot. Noch haben sie uns ja nicht entdeckt. Eigentlich könnte es ja auch eiskalt überfallen, gell? Wäre schon mies. Nee, machen wir nicht. Habe jetzt auch keine Lust, dass ich jetzt hier oben so weit weg von zu Hause sterbe, weil ich weiß ja nicht, was mit dem Tier dann passiert. Und ich möchte eigentlich mein Pferd ungern verlieren. Vor allem, dass die hier oben im Schneegebiet sind. Das ist schon natürlich schon heavy. Ist das... Ah, ich denke nicht, dass das abbaubar ist. Nein, ist es nicht. Schade. Die Musik passt halt immer sehr gut dazu, gell? Muss ja auch. Extra so ein bisschen Country-Music runtergeladen. Da, also von der YouTube, sag das mal. Von YouTube. YouTube hat ja die eigene, die lizenzierten Lieder. Und die sind halt eben für die Videos von YouTube eben gedacht. Und da gibt's halt Country, Rock, Hip-Hop, Rap, alles Mögliche. Alles, was halt YouTube lizenzieren hat lassen für ihre Videos. Und da soll mal nur einer sagen, die tun nichts für Copyright. Die tun definitiv was dafür. Und da lade ich halt dann immer, je nachdem, was sie im Spiel. In dem Fall ist es ja eben jetzt, ja, wenn man halt Cowboy-technisch was spielt, ja, dann nehme ich das halt dementsprechend. Ah, okay, die Bäume kann man hier also nicht fällen. Da würde mich interessieren, was für Bäume man hier fällen kann. Wir sammeln jetzt mal noch mehr Eis, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht. Manchmal ist das Absteigen schon ein bisschen buggy. So. Geil ausschauen tut es hier oben auf jeden Fall. Jetzt habe ich so viele Folgen im Voraus aufgenommen. Ich kann einfach nicht aufhören zum Spielen. Das ist übel. Das Spiel macht ja Spaß. Wie gesagt, man muss sich nur ein bisschen drum kümmern. Also drum kümmern. Man muss sich halt ein bisschen
ausleben, ein bisschen austoben mit Bauen und allem, dann hat man schon einen gewissen Spaß dran. Wenn man natürlich jetzt von heute auf morgen alles sofort craftet, dann macht das Ganze natürlich keinen Spaß mehr, ist ja klar. So, Hotti, wie viel Eis haben wir denn? 85 Eis. Ich glaube nicht, dass das so lange reichen wird. Das heißt, wir werden zwangsweise noch mehr Eis brauchen. Ja, meine Liebe, reiten wir doch nur zum nächsten Eis. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Denn wir brauchen so viel, wie es geht, weil wir wissen ja nicht, wann wir wieder hierher kommen. Und so oft in den Norden reiten ist jetzt auch nicht so meins. Gut, wir werden mit Sicherheit im Laufe des Spiels noch öfters her müssen. Kann man nicht vorstellen, dass da wir jetzt für ewig hier das Eis irgendwie haben. Das heißt, das wird eine ganze Weile so gehen, dass wir immer wieder zurückreiten. Tja, Pferd, jetzt haben wir über 100 Eis. Komm, muss reichen. Ab nach Hause. Wobei, ich würde sagen, ich beende jetzt hier oben mal die Folge, oder? So auf dem Pferd. Das ist nicht geil, mal so auf dem Pferd die Folge beenden. Tja, es ist schon geil. Also die Map ist ja nicht gerade klein. Ja, es ist, glaube ich, noch einiges zum Erkunden. Da kann man noch vieles erkunden. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Und hier kommt der geliebte Endscreen. Ich danke allen fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt ein bisschen was sehen können. Habt euch ein bisschen gefreut so. Weil halt jetzt hier mal, weil wir mal die Bugge waren und so. Und ich hoffe, ihr schaut in der nächsten Folge wieder mit vorbei. Und sagt bis dahin Ade, Wasche und danke fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, bei 100 Abonnenten gibt es das nächste Special. Tschüss!